Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Plays, wieder Moris. Und da ich ja schon in der letzten Episode angekündigt habe, dass wir endlich mit Episode 10 weitermachen, das heißt endlich in der Story weiterkommen, ich hab's versprochen und ich werde es jetzt auch einhalten. Wir haben uns von Episode 9 endlich verabschiedet. So. Okay. Vielleicht soll ich doch mal meine Frisur ändern. Ich glaube, das kommt ein bisschen komisch. Ich sollte meine Klamotten ändern, das wäre mal eine Möglichkeit. Ah, kommt irgendwie komisch, weil ich hier so... Gott, ich habe eine Glatze. Oh. So, erstmal. Hallo. Oh. Ah. Nee, Moment. Die lasse ich erstmal noch aus. So, erstmal hier das Oberteil. Ich meine, das kommt irgendwie komisch, wenn ich in der Schule so rumlaufe. Ja, ich glaube, die Schule lasse ich auch erstmal aus. Es sieht irgendwie cool aus in Kombination. Nee, das so die blauen Schüchchen. Hier. Moment, nochmal. Wisst ihr was? Ich fange jetzt erstmal mit unten an. So, so. Ah nee, das muss ich später. Erstmal das. So. Dann die Schüchchen. Dann das Kleid. Wobei, nein. Details. Ding. Da, Boomster. Der Rock. Ja, das geht, das guckt ja nicht mehr drüber hinweg. Ah, egal. Das Oberteil. Die Frisur. Wettertaf. Und die Frisur sitzt. Das Pflasterchen kommt auch noch dahin. Und wir sind fertig. So. Mann, sieht das irgendwie beknackt aus. Weil die Haare... Und alles irgendwie nicht darauf abgestimmt war. Ich habe auch irgendwie keine Lust, das Kleid jetzt extra zu tragen die ganze Zeit. Ich finde es zwar schön und so, aber... So, eben kurz noch das Gesicht ändern. Ja, ich mag diese Röte im Gesicht. Na und? Oh, wobei. Ach nein. So, ich glaube, so reicht das. Genau. Perfekto. Okay, und jetzt geht es weiter. Mal gucken. Ich glaube, ich ziehe doch einfach mal das Kleid wieder an. So. Dann passen die Schuhe wieder nicht. Ah! Oder ich ziehe mich in dieser Episode mal wieder ganz um. Wisst ihr was? Das mache ich jetzt wirklich. Ich ziehe mich wieder um. Alles aus mit dem Kram. Ich ziehe... Oh mein Gott. What did I do? Ich ziehe mich wieder komplett um. Ja, Entschuldigung, dass ich dafür die ganze Zeit jetzt brauche. Ich dachte, das müsste ich... ich wollte das eigentlich nicht machen. Aber das behalte ich an. Das finde ich cool. Das behalte ich an. Ja... Und das hier. Das finde ich auch cool. Ja. So, das müsste jetzt auch alles dann sein. Und ich setze mir... Nein, ich setze nicht auf. Sieht doof aus. Sehe ich nicht cool aus? Irgendwie sehe ich aus wie so eine Prinzessin. Geil. Naja. Naja, okay. Schade, dass die Ferien schon wieder schon vorbei sind. Sie hätten gerne noch ein bisschen länger dauern können. Ja, das finde ich auch. Es war wirklich nett, Kästchen und Iris am Strand zu treffen. Jetzt fragt ihr euch bestimmt so, hä, Kästchen? War das nicht in der letzten Episode dann Nathaniel? Ja, eigentlich war es Nathaniel, aber da es ein freier Replay war, habe ich immer Kästchen immer noch als eigentliches Treffen gehabt. Obwohl es irgendwie seltsam ist, dass ich Iris dabei getroffen habe, aber naja. Ich frage mich, ob sie mich heute wohl nochmal darauf ansprechen werden. Ach ja, vor den Ferien waren ja auch noch die Prüfungen. Ich frage mich, was ich wohl für eine Note habe. Ich gucke am besten mal im Raum der Schülervertretung nach, ob die Ergebnisse dort aushängen. Ach ja, Prüfung, da war ja was. Ich hatte heute eine Arbeit geschrieben. Yay! Also, Donnerstag. Tut mir leid, dass es übrigens heute keine Episode gab.
Allerdings hatte ich keine Zeit mehr gefunden am Mittwoch, weil ich so viel lernen musste. Hallo Melanie Summer. Oh Gott, habe ich sie vermisst. Wie waren deine Ferien? Super, und deine? Ich habe viel im Park gezeichnet, das war echt schön. Du zeichnest viel in deiner Freizeit, oder? Ist das schlimm? Nein, überhaupt nicht. Ich wünschte, ich könnte auch zeichnen. Wenn ich eine gute Lehrerin wäre, würde ich es dir gerne beibringen. Oh, du bist so süß, Viola. Sag mal, Leute, war das schon immer vorher so mit diesem Pling, Puff, Aufweishellung da? Ich weiß nicht, wie es nennen soll. Hallo Melanie, hast du schöne Ferien? Hattest du? Ich hätte gerne wieder welche, aber ja, danke. Und du? Ich bin Melody, ich bin plötzlich ein Mann. Entschuldigung. Ich auch, aber... Mann, warum sage ich das so komisch? Aber ich bin auch froh, wieder hier zu sein. Ihr habt mir gefehlt. Du mir auch. Weißt du zufällig, wo die Ergebnisse der Prüfung aushängen? Ich glaube, die Direktorin wollte sie gleich hier aushängen, aber sie scheint im Moment viel zu tun zu haben. Sie wirkte sehr gestresst. Okay, dann komme ich später nochmal wieder. Sag mir Bescheid, wenn du weißt, dass sie da sind. Versprochen. Dankeschön, Melanie. Da, dieses Auffällen. Das war doch vorher nie da. Haben die das jetzt nach den Halloween-Folgen irgendwie eingeführt oder was? Seltsam. Aber irgendwie cool. Naja. Hallo Melanie, hattest du schöne Ferien? Hast du jemanden aus der Schule getroffen? Gibt's irgendwelche interessanten Neuigkeiten? Ihr Mädchen, Luft holen, zum Punkt kommen und lass mich erstmal sprechen, okay? Ja, ich habe jemanden getroffen, aber da gibt es nichts zu erzählen, tut mir leid. Echt? Du hattest ein Date mit jemandem? Wer ist es? Es war kein Date, ich habe Iris so viel am Stand getroffen, das ist alles. Ach, das ist alles? Ich dachte, du hättest etwas Interessantes zu erzählen. Ich sage besser nicht, dass Cassiel auch dort war. Aber du wirkst irgendwie aufgeregt. Ich werde Iris vor sich selber auch mal fragen. Bis später. Hoffentlich hat Iris im Mund. Ansonsten stehe ich bei deiner Zeitung so. Melanie und Cassiel, heimliches Date am Strand? Ist Iris betrogen worden? Oh Gott, ich kann es mir schon ausmalen. Ah! Das regt mich auf! Falls du mir irgendetwas verheimlichst, finde ich es sowieso heraus, sagte sie mit einem breiten Grinsen. Nett. Alter, das stört ein bisschen ernsthaft. Das wirkt so komisch. Und was hast du so in den Ferien gemacht? Ich war am Strand, das war echt toll. Ich wäre auch gerne ans Meer gefahren, ich zeichne gerne Wellen. Leider gab es keine richtigen Wellen, aber es war trotzdem ganz schön aufregend. Ja, mit unserem Kästchen. Ah, Augenklimpern. Ah. Gott, ich will endlich in die Umkleide gehen können. Ja, ab einer bestimmten Episode, ich glaube die nächste oder übernächste, kann man in die Umkleide gehen. Ihr werdet schon noch sehen, warum. Ach, der Grund ist gut. Die Direktorin ist noch nicht wiedergekommen. Tut mir leid. Weißt du zufällig, warum sie so wütend war? Nein, keine Ahnung. Ich hoffe, ihr Hund ist nicht schon wieder weggelaufen. Beim letzten Mal musste ich ziemlich lange suchen, um ihn zu finden. Ernsthaft mal. Ich habe echt keinen Bock, wieder ihren Hund einzufangen. Ich glaube, es geht diesmal eher um irgendwelche Angelegenheiten der Schule. Ich habe jedenfalls keinen Hund gesehen. Mal abwarten. Boah, diese Schatten machen mir Angst. Die sind mir vorher nie aufgefallen. What the fuck? Hallo? Kästchen? Iris? Haben die jetzt plötzlich ein heimliches Date oder so, oder was? Wo sind die denn? 1, 2, 3. Ganz ehrlich, ich glaube, das Warten bringt auch nichts. Ich mach lieber wieder so wie sonst. Einfach zackig durch! Es war nicht wegen dem Hund. Was? Ist die Direktorin einfach da? Nein, aber Nathaniel ist gerade vorbeigekommen. Sie haben Probleme bei der Organisation. Dann werden die Ergebnisse also nicht ausgehängt?
Doch, klar. Nathaniel meinte, dass sie sie heute noch mitteilen. Also brauche ich noch nicht noch einmal hier vorbeizukommen. Nein, brauchst du nicht. Sorry. Wenn ich das eher gewusst hätte, hätte ich dir gleich Bescheid gesagt. Kein Problem. Ach, Melody, mach dir mal keine Gedanken deswegen. Okay, dann warte ich eben, bis die Ergebnisse ausgehängt werden. Ich frage mich, warum das so lange dauert. Was? War es der Lautsprecher? Alle Schüler werden so schnell wie möglich im Prüfungsraum erwartet. Das ist die Stimme der Direktorin. Sie macht eine Ankündigung per Lautsprecher? Was ist wohl los? Ich sollte jedenfalls besser zum Prüfungsraum gehen. Hinterher hat jeder verkackt und wir müssen die Arbeit nochmal schreiben. Oh, bitte nicht! Oh mein Gott, nein, nicht die. Ich weiß nicht, warum die Direktorin uns zu sich gerufen hat, aber solange deswegen der Unterricht ausfällt, umso besser. Hallo Carla, danke, ich hatte tolle Ferien. Nett, dass du fragst. Ich hab dich auch lieb. Ha! Sind alle da? Setzt euch bitte. Sie wirkt eigentlich wie immer. Melody hat wohl ein bisschen übertrieben. Ich hab gesagt, ihr sollt euch setzen! Oder nicht? Holla. Die ist aber aggro. Die Schule organisiert eine ganz besondere Veranstaltung, die bestimmt allen gefallen wird. Wir bereiten für nächste Woche einen Orientierungslauf vor. Stimmt, davon hätten wir ja noch gar nichts wissen sollen. Ups. La 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 la. Wegen ein paar Schwierigkeiten bei der Organisation, wenn ihr euch beschweren möchtet, wendet euch bitte an Mr. Fares, gibt es bei der Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse und der Organisation des Laufs einige Verzögerungen. Ich habe das Gefühl, dass das nicht die Schuld von Mr. Fares ist. Ja, das Gefühl habe ich auch, aber naja, nett. Wir bitten euch deshalb alle ausnahmsweise um eure Hilfe. Heute fällt der Unterricht aus, stattdessen helft ihr bei der Vorbereitung. Cool! Wenn ihr fertig seid, könnt ihr dafür eher nach Hause gehen. Cool! Also so einen Unterricht hätte ich gerne. Sobald alles erledigt ist, könnt ihr zu Nathaniels Zimmer der Schülervertretung gehen und erhaltet dort die Erlaubnis, ausnahmsweise früher nach Hause zu gehen. Danke euch allen. Cool! Ah, Moment, ich muss jetzt überlegen. Ich habe immer das zweite, glaube ich, genommen, weil ich immer mit Lysander. Ich habe nie das mit Cassiel gemacht. Warum eigentlich? Oder einmal mit Cassiel. Ah, ich weiß gar nicht, was für Cassiel war. Jetzt muss ich überlegen. Beim Aushängen der... Ich glaube, beim Orientierungslauf ist... Na ja, egal. Ihr könnt euch aussuchen, was ihr lieber tun möchtet. Ich fange mal in der hintersten Reihe an. Melanie, möchtest du beim Aushängen der Prüfungsergebnisse oder der Vorbereitung des Orientierungslaufs helfen? Was? Ich? Aushängen? Dann kannst du schon mal rausgehen. Die anderen Schüler kommen gleich nach. Emma, was möchtest du tun? Dann gehe ich mal auf den Hof. Naja, gehen wir mal auf den Hof. Ich frage mich, wozu sie bei den Prüfungen wohl unsere Hilfe brauchen. Nachher müssen wir die Bögen noch selbst korrigieren. Haha, das wäre cool. Hätte ich das gewusst, wäre ich heute nicht gekommen. Ich hasse Orientierungsläufe und Prüfungen genauso. Hilfst du mir, Rosalia? Ja, dann helfe ich dir bei den Prüfungen. Immer noch besser als dieser schreckliche Lauf. Sie scheint den Lauf echt zu hassen. Wahrscheinlich hat sie überhaupt keinen Bock drauf. Oh, du hilfst auch bei den Prüfungen, Charlotte? Ganz ehrlich, ich glaube, ich habe echt immer B genommen. Habe ich so viel... What? Habe ich so viel wenige Accounts für Cassiel? Sonst wäre ich wohl kaum hier auf dem Hof. Das war ja nur nett gemeint. Warum bist du nicht mit Emma und Lee gegangen? Ich helfe dir mal bei den Prüfungen. Das geht schneller und ich bin eher wieder zu Hause. Okay. Naja. Ist doch eigentlich ganz lustig, oder? So als erste Beschäftigung nach den Ferien. Das wird so lustig? Naja. Sind alle da? Sind alle da? Mann, ich bin irgendwie heiser. Nein, die Direktorin muss noch eine Person finden, als ich runtergegangen bin.
Dann wären wir danach dann also vollzählig. Ich sag's euch gleich, ich hab nicht vor, irgendwas zu machen. Sie hätten das Ganze eben besser organisieren müssen. Das ist doch mal was anderes und so schlimm finde ich es auch wieder nicht. Ich warne euch, falls ihr versucht, mich alles machen zu lassen, wird das böse enden. Kessel? Du hast nicht den Orientierungslauf gewählt? Die Direktorin hat mich erst als allerletzten wählen lassen und da brauchen sie für den Orientierungslauf natürlich keine Helfer mehr. Haha! Sie hat dich also auf dem Kieker. Das Problem ist, dass ich jetzt gar nicht, wie die Antworten vernünftig weiß. Yay! Fuck. Das tut mir aber leid für dich. Schade, dass er kein Aber ist, deswegen ist das wahrscheinlich ironisch gemeint. Vielleicht kannst du ja jemanden bitten, mit dir zu tauschen. Nein! Fuck! Haha, sie hat dich auf dem Kieker. Okay, nein, ich weiß echt nicht, was ich nehmen soll. Ich nehme einfach mal. Das tut mir aber leid für dich. Danke fürs Beileid. Er ist heute wohl echt schlecht gelaunt. Ups. Also sind alle da? Und was sollen wir jetzt machen? Die Alte hat mir die Liste hier mitgegeben. Du brauchst sie nur zu lesen. Danke. Warum liest du sie nicht selbst? Er hat mir die Liste gegeben. Du könntest ruhig auch mal netter sein. Nur weil wir einen Nachmittag zusammen am Strand verbracht haben. Meinst du jetzt, du hättest ein Recht auf Sonderbehandlung? Ich dachte zumindest, du könntest ein bisschen netter sein. Psst, nicht so laut. Ich will nicht, dass sich das rumspricht. Ja, das achte ich, nachdem du Dake bei den... Okay, das schneide ich raus. Oder auch nicht. Ja, das dachte ich, nachdem du bei Dake den tapferen Hirter gespielt hast. Okay, nimm mir Scherz einfach mal das. Ich will wissen, wie er darauf reagiert. Ja, hättest du den Trottel ablassen richtig... Hättest du den Trottel richtig abblitzen lassen, so, hätte ich mich nicht einmischen müssen. Er war halt aufdringlich, ist ja nicht meine Schuld. Meine Fresse, Kessel, reg dich ab. Wenigstens ist es gleich geblieben. Bams. Tja. Und was steht auf der Liste, Kessel? Je schneller wir anfangen, desto schneller sind wir auch damit fertig. Warte, ich schau mal nach. Für die Prüfung, die Aushänge mit den Ergebnissen im Lehrerzimmer holen und an den Wänden im Flur aufhängen, die Mappe mit den Ergebnissen in den Prüfungsraum bringen und den Klassenraum für die Nachprüfung vorbereiten. Das ist schon eine ganze Menge. Lass uns in Gruppen aufteilen, damit es schneller geht. Ich arbeite mit Cassie zusammen! Wuhu! Ist das gerade hochgegangen? Ich dachte schon! Und was machen wir jetzt? Wir holen die Aushänge aus dem Lehrerzimmer, oder? Ja, das ist wahrscheinlich noch am wenigsten ätzend. Ach, Kessel. Sei doch nicht so. Du hast Glück, dass ich mich lieber um den Raum für die Nachprüfung kümmere. Ich mache bestimmt nicht das, was du möchtest. Ja, bestimmt. Ich hätte dich schon rumgekriegt, meine Liebe. Muhahaha. Ihr hört es vielleicht nicht, aber ich lasse gerade meine Finger knacksen. Dann kümmern Rosalia und ich uns um die Ergebnisse. Bis später. Ja, bis später. Aber ich frage mich, wieso wir die Aussage machen sollen. Naja, egal. Da ist das Lehrerzimmer. Mist, es ist abgeschlossen. Du kannst nichts dafür, wenn bei dir immer alles schief geht. Du hast einfach nur Pech. Haha, sehr lustig. Und was machen wir jetzt, Klugscheißer? Dann suchen wir eben einen Lehrer, der uns aufschließen kann. Was sollen wir denn sonst machen? Okay, wir werden schon einen finden. Bei deinem Pech würde ich nicht darauf wetten. Du bist so lustig, Kessel. Musst du uns immer ärgern? Gott. Übrigens, der Part wird länger, weil ich dachte, so ein kleines Spezial. Ich glaube, das hatte ich am Anfang auch schon erwähnt. Ich weiß es nicht. Da ist jemand im Klassenraum. Stör mich jetzt nicht. Ich brauche meine Ruhe, um alles vorzubereiten. Du musst das alles allein machen? Ich muss kleine Schilder auf die Tische kleben, damit die Lehrer nur noch die Namen der Schüler notieren müssen, die an den Nachprüfungen teilnehmen. Und nebenher räume ich ein bisschen auf. Du wirkst eigentlich nicht so, aber du bist wirklich gewissenhaft.
Versuche nicht, dich einzuschleimen. Das klappt bei mir nicht. Ich wollte nur höflich sein. Meine Fresse, ey. Sicke. Lisetta, ich hab dich vermisst. Hallo, Melanie. Hier, bitte. Er hat mir ein Formular gegeben. Hallo, Lisanda. Was ist das? Das Anmeldeformular für den Orientierungslauf. Ist mir vorher noch nie aufgefallen, aber wenn ich Lisanda spreche, hört ihr mir automatisch die Hand an mein Kinn. So ein bisschen so die Pose, wie Lisanda sie hat. What the fuck? Das musst du bis morgen früh ausfüllen. Ah, okay, danke. Und sonst geht's dir gut? Sehr gut, danke. Wie war denn der Strandspaziergang, Kessel? Fuck. Warum, Kessel? Warum? Ja, Melanie und Iris waren auch da, deshalb bin ich ein bisschen länger geblieben als geplant. Ist also nicht mit Iris gekommen? So ein Zufall. Ich hoffe, ihr habt euch gut unterhalten. Ja, es war ganz nett. Meinst du, diese dumme Kuh hat sich von so einem Weiberhelden einwickeln lassen? Da muss ich eingreifen. Ich hätte mir schon selbst helfen können. Lisanda scheint das lustig zu finden. Süß. Ich geb dir auch mal einen Anmeldebogen, Kästchen. Vergiss nicht, ihn auszufüllen. Dann gehe ich mal weiter verteilen. Bis später. Bis später, Lisanda. Ciao. La la la. Was machst du, Carla? Nix. Ich hab gesagt, ich würde bei den Vorbereitungen zum Orientierungslauf helfen. Aber ich hab eigentlich keine Lust dazu. Jetzt warte ich halt, bis alle fertig sind. Das nennt man Teamgeist. Sehr freundlich. Ah, Mr. Ferres. Ich hab gerade leider keine Zeit. Komm bitte gleich nochmal wieder. Wir müssen dringend ins Lehrerzimmer, Mr. Ferres. Oh, ihr kümmert euch also um die Aushänge? Ja, könnten Sie uns hier nicht aufschließen? Nein, ich kann gerade leider wirklich nicht. Hier, ich gebe euch meinen Schlüssel. Bringt ihn mir einfach zurück, wenn ihr fertig seid. In Ordnung, danke. So, auf geht's zum Lehrerzimmer. Was ist los? Du hast wohl echt einen guten Ruf hier. Du kriegst ohne Probleme den Schlüssel. Ich habe mich eben immer an die Regeln gehalten. Ich bring's dir bei, wenn du willst. Mr. Ferres vertraut mir eben, das ist alles. Ich bring's dir bei, wenn du willst. Meinst du echt, mich interessiert mein Ruf bei den Lehrern? Ja, wer weiß? Mann, es steigt nicht. Fuck, was mache ich falsch? So, ich habe den Schlüssel. Jetzt muss ich nur noch reingehen. So, jetzt muss nur noch die... Aushänge... Was? Moment mal, halte was. So, jetzt muss ich nur die Aushänge finden. Wieder gehen und abschließen. So, das sind sie ja. Und tschüss. Jetzt haben wir die Aushänge. Und wenn wir damit fertig sind, können wir endlich nach Hause gehen, oder? Ja. Auf der Liste der Direktoren steht nur, dass wir sie im Flur aushängen müssen. Na dann. Ich werde hier einen aufhängen. So, perfekt. Und hier. Super. Und hier noch einen. So, hier sieht es bestimmt jeder. Und wir sind, glaube ich, fertig. So, alle Aushänge sind aufgehängt. Yay! Dann gehen wir jetzt nach Hause gehen. Dann können wir jetzt nach Hause gehen, so. Möchtest du nicht erst noch deine Prüfungsergebnisse sehen? Ich bin doch eh durchgefallen. Ach ja, stimmt. Kästchen fällt ja sowieso ständig durch. Ah, ganz vergessen. Ernsthaft mal, Kästchen, was stellst du immer an? Da, 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 da. Fuck. Ich hab what the fuck, Seymour. Schrecklich. Ich bin mal auf deine Ergebnisse gespannt. Wenn du die Prüfung verhauen hast, sag Bescheid, das wäre echt lustig. Ich sage jetzt lieber nix. Ich habe die Schlüssel vom Lehrerzimmer zurückgegeben. Ich werde mir meine Ergebnisse ansehen. Ich hoffe, ich habe gute Noten bekommen. Oh, bitte. Ach so, im Prüfungsraum. Hahaha. Blabla, Carla, lass mich in Ruhe. Lisanda, warum bist du so groß? Das ist irgendwie ein Grafikfehler.
Er hat keine Beine mehr. Ich muss meine Ergebnisse ansehen gehen. Ich hoffe, ich habe eine einigermaßen annehmbare Note. Dann geh mal lieber gleich nachsehen, anstatt hier rumzustehen. Du hast recht, ich gehe sofort. Yay! Und es ist gestiegen! Auf 45. Ja! Ich hab's geschafft. Jetzt muss es nur noch so bleiben. Also, meine Ergebnisse. Super, ich habe eine 1. Ich habe ja auch geschummelt. Yeah! Muha! Wenn das in der Schule nur auch so leicht gehen würde. Jetzt kann ich auch nach Hause gehen, aber vorher muss ich mir dazu die Erlaubnis bei Nathaniel holen. Also dann, auf zu Nathaniel! Nathaniel ist gerade noch mit anderen Schülern beschäftigt. Ich warte am besten, bis ich an der Reihe bin. Lalalala. Ich frage mich, warum im Raum der Schülervertretung so ein Gedränge herrscht. Nathaniel verteilt die Zettel mit der Erlaubnis, dass man nach Hause gehen kann, deswegen. Hast du deinen noch nicht geholt? Gut, dass du mich daran erinnerst, das hatte ich ganz vergessen. Was für ein Gedächtnis. Also, dass die Lissander überhaupt noch die Prüfung besteht, ist ein Wunder. Endlich, Lissander ist allein. Hallo, Melanie, sag mal. Möchtest du deine Erlaubnis abholen? Ja, bitte. Wie habe ich das denn gesagt? Hier, bitte. Dann unterschreib bitte noch hier zur Bestätigung, dass du da warst. Die Direktorin besteht darauf. Danke. Und hattest du schöne Ferien? Ja, ich habe mich gut erholt, obwohl ich eigentlich nicht besonders gerne meine Zeit zu Hause verbringe. Wenn du möchtest, reden wir ein andermal weiter. Du bist die Letzte, alle anderen sind schon gegangen und ich muss jetzt auch nach Hause. Ja klar, danke und bis morgen. Dann gehe ich erstmal nach Hause. Ab nach Hause! Lalalalalala. So, jetzt kann ich nach Hause gehen. Huch! Alexi! Endlich ist er da! Ihr merkt noch, warum ich mich so alt abfreue. Alexi, Alexi, Alexi ist da! Ja! Ach, Alexi ist toll. Er ist süß. Hey, hallo! Weißt du zufällig, wo das Büro der Direktorin ist? Ich glaube, ich habe mich irgendwie verlaufen. Was? Es ist auf dem Gang, fast neben dem Lehrerzimmer. Und wo ist das? Ich bin zum ersten Mal hier. Ich weiß noch nicht mal, wo die Toiletten sind. Also gut. Ich glaube, es ist besser, ich zeige es dir. Danke, das ist echt nett von dir. Kein Problem. Hier ist es? Ja, aber ich weiß nicht, ob die Direktorin noch da ist. Kein Problem, da warte ich einfach. Wie du willst. Warum ist denn außer dir niemand mehr da? Sind wir aber nur zu zweit in der Schule? In der Klasse? In der Schule, das wird noch besser. Nein, natürlich nicht. Wir dürfen ausnahmsweise früher nach Hause gehen und die anderen sind schon weg. Echt? Die Schule gefällt mir. Herzlich willkommen auf Svita Moris. Danke. Ach, kein Problem. Oh, Alexi, du bringst so gute Stimmung immer. Wenn er lächelt, dann ist es so, oh, er ist so knuddelig, der macht mich immer glücklich. Und ich muss langsam den Partner werden, der geht schon viel zu lange. Er hat sich auf den Boden gesetzt, mit dem Rücken an die Wand gelehnt und wartet, dass ein Lehrer auftaucht. Süß. Ich wusste gar nicht, dass wir einen neuen Schüler bekommen. Nicht nur einen. Das erinnert mich an meine ersten Tage hier auf der Schule. Ja, und damit beende ich auch diesen Part hier. Wenn es euch gefallen hat, schaltet uns das nächste Mal wieder rein bei Let's Play Svita Moris, Episode 10.